Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben im Lager. Wir kamen nicht wirklich weit. Wir machen uns jetzt mal ganz geschwind auf die Suche nach einem Dolch. Damit können wir anscheinend die oben auf den Mauern dann umbringen. Ich glaube, an Tränke komme ich jetzt so schnell nicht dran. Müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Wo könnte ich denn Tränke bekommen? Hier in der Nähe. Tallenberg nicht. Wahrscheinlich. Ich könnte die Zutaten wahrscheinlich hier hinten irgendwo kaufen. Wie sah denn das Symbol dann nochmal aus? So, kriege ich mal kurz die Karte mit dem Vollbild. Danke. Gibt es da eine in der Nähe? Wahrscheinlich schon und ich habe sie nur nicht entdeckt. Nee, ja doch, möglich ist es. Wir können jetzt aber erstmal nichts davon machen. Okay, dann, wo könnten wir blöderweise jetzt einen Dolch herbekommen? Kann man hier... Ich bräuchte einen Schmied, gell? Schmied oder... Vielleicht beim Jäger? Hier rein komme ich ja nicht. Also würde mich zumindest wundern. Was haben wir denn hier hinten? Berichte Bernhard, dass das Lager Okay, passt auf, wir machen was ganz anderes. Wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir einen Tag überspringen. Warum sind wir jetzt um 9 Uhr? War es nicht spät am Abend? Habe ich einen Tag aus Versehen übersprungen? Das wäre ja richtig peinlich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung. Aber wir schlafen jetzt einfach mal. Übrigens, falls wir hier heute nur auf ca. 25 Minuten bis 30 kommen, liegt einfach dran. Du kannst nicht länger schlafen. Liegt einfach dran, da das schon in nicht einmal 10 Stunden kommen soll. Das Video darum, ja, bisschen vielleicht kürzer heute, wir werden es sehen. Aber ich hatte gerade noch Klausur und ich wollte es jetzt nicht ausfallen lassen. Jetzt kommt da einer und meckert. Was machst du in meinem Bett? Was macht der Vogt hier? Von Ratai? Ehrt mich, dass ein Ritt... Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Alles gut. Es? Achso, jetzt kommt der, okay. Wo können wir denn schlafen? Also wenn wir jetzt unendlich lange Zeit haben, bis wir das annehmen, können wir auch noch nach Ratai und uns einen Dolch kaufen. Wir gucken mal kurz. Ja, nur Satai. Oh, Energie nimmt zu. Nee, nimmt ab, wenn wir stehen. Schön wäre es gewesen. Dafür bräuchten wir die eine Fähigkeit. Aber es ist noch kein Mission verloren Symbol da. Ich glaube, wir haben unendlich lange Zeit. Kann das sein? Ja, wenn das so ist. Dann, könnten wir auch noch eine Nebenquest einschieben? Möglichkeiten sind jetzt da. Ja, komm. Ja, wir haben immer noch die Quest. Gut, das aus dem Topf essen, das ist sehr wichtig. Dann machen wir uns doch mal auf. Auf unser Pferd. Ich könnte mir echt mal... Ich weiß halt nicht, ob wir viel Geld haben oder nicht. Wo sehen wir es dann nochmal hier? Groschen, 5,4k. Ich würde gerne mal über ein neues Pferd nachdenken. Zumindest erstmal nachdenken. Ledeschko müsste doch auch ein Schmied sein, oder? Könnte es ein Schmied sein? Ich weiß halt, also wir haben hier in Sasso haben wir einen Schmied, der war hier. Wir haben in Ratai Schmied. Haben wir in Tallenberg keinen? Ich muss mal nach da hinten. Da waren wir ja noch nie. Ja. Im Notfall, habe ich ja gemeint, könnte man es auch noch mit dem Bogen zumindest versuchen. Ich weiß nicht, ob das,
den gewünschten Nutzen hat, aber eine Möglichkeit wär's. Jetzt schauen wir aber mal ganz schnell, was denn das Fragezeichen ist. Vielleicht ist es ja ein Schmied. Dann haben wir Glück. Werden wir von dort oben beschossen? Wahrscheinlich nicht, gell? Nö. Dann halten wir uns mal auf. Was passiert denn, wenn wir... Können wir irgendwie heimlich alleine da reingehen? Wir haben es ja schon geschafft, uns da mal hoch zu, runter zu backen. Dann müsste das doch nach oben auch gehen. Ah, die Brücke ist eingezogen. Wahrscheinlich kommt man mit irgendwelchen Glitches da rein. Was haben wir denn hier? Dass ich das halt auch noch nie untersucht habe, wundert mich. Können wir hier hoch? Ach, ein Badehaus. Ja. Ist jetzt nicht so spannend. Ich habe da was anderes erhofft, aber okay. Oh, warte mal, gibt's hier einen Schmied? Hier gibt's einen Händler, einen Schreiber. Das hier wird kein Schmied. Gibt's nur diese wenigen Schmiede? Gut, das Schmiedehandwerk war wahrscheinlich damals sehr besonders. Dass das jetzt nicht jeder machen kann, ist irgendwie klar. DLC-Quest? Ich habe kein DLC. Ja, dann machen wir uns doch auf einfach. Bin ich auf meinem Pferd? Nee. Dann machen wir uns auf nach Rattay. Und gucken dort mal, was wir tun können. Ein Dolch. Wo könnte es ein Dolch gehen? Ich würde zuerst zum Schmied vielleicht. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Mit X macht man einen Marker. Ja, willst du da hinreißen? Jo. Dann holen wir ein Dolch. Können das Level da rein vergeben, dass wir damit umbringen, also Leute töten können. Und ansonsten überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas machen sollten davor dann. Ja gut, wir könnten mal halt wirklich eine Nebenquest theoretisch machen. Wobei es zieht einen ja so ein bisschen aus der Immersion heraus. Erfolg, dann lauf doch weiter, Heinrich. Kampf. Wenn das jetzt einer gewesen wäre, hätte ich es aber wahrscheinlich auch geschafft. Wahrscheinlich war es einer, sonst hätten wir es gar nicht geschafft zu entkommen. Nun gut. Dadurch, dass ich das jetzt hier auch einzeln aufnehme, möchte ich nicht so große Sachen planen oder mir vornehmen. Das könnte ein bisschen blöd dann sein fürs nächste Mal. Wobei für Freitag, ja, Freitag müssen wir mal gucken. Bei Freitag könnte ich vielleicht morgen Abend. Ja, das wird dann auch kurzfristiger, als ich es gerne hätte, aber immer noch lang genug. Das heißt, sollten wir noch was machen, könnt ihr gerne vor Donnerstagabend Bescheid geben. Dann kann ich es wahrscheinlich umsetzen. Ansonsten wird es schwierig. Schwierig ist ein guter Begriff dafür. Gut, ja. Wir gehen mal hier gleich durch. Passend sogar rausgelassen. Und dann sind wir gleich. Hier baut sich alles auch noch auf. Und es ruckelt. Mhm. Hallo Herr Schmiedelehrling. Verkauft er auch Sachen? Nein. Hallo. Na sowas. Was? Wegen Rattay? Nee, ich würde gern kaufen. Alles Gute. Ja, die auch. Let's go. Ab an dein Handwerk. Ich verstehe gar nicht, warum der da immer stehen muss. So, kann ich jetzt mit dir handeln? Dolch nehme ich mit. 17 ist noch nicht einmal teuer. Ja. Wir können mal kurz feilschen. Und dann haben wir doch schon was. Ich bin 12,5 bereit. Nee, dann 13. Ein bisschen noch, dann 13,5. Ach ja. So, dann haben wir das. Wegen der Rüstung würde ich sagen, ziehen wir einfach nur das an. Es ist ja anscheinend egal, was wir im Inventar haben. Warte mal, oder hatte unser Pferd ein Dolch? Nee, das wäre jetzt peinlich. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Was ist eigentlich hier? Sind die meisten oder sind alle Gebäude eigentlich begehbar?
Etwas, das ja nur selten in Spielen ist. Das hier sieht auf jeden Fall cool aus. Habe ich mir noch... Wir müssten generell mal so eine Stadttour machen. Jetzt lasst mich mal gucken. Hier haben wir nur Sachen, die wir an... Ne, die Mönchskutte können wir mal kurz in die Satteltasche packen. Wie, was ist hier? Sporen. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber okay. Das können wir mal fallen lassen. Das auch. Das auch. Okay, wir können uns um Tränke kümmern. Jetzt muss ich mal gucken. Können wir irgendwo selber brauen? Das konnten wir auf jeden Fall hier in Sarsau in der... Wie sieht denn es aus? Questgeber? Alchemietisch mit so einer Flasche. Das muss doch hier auch sein. Ja, hier. Huch. Wenn ich überhaupt die Sachen so machen kann. Das weiß ich ja nicht. Werden wir uns anschauen. Aber ich könnte mir... Ja gut, ich muss halt die Zutaten auf jeden Fall kaufen. Und sonst müssen wir gucken. Hier irgendwo. Huch. Das Spiel läuft wieder sehr gut. Hier drin? Vielleicht. Ja, nein. Eher nein als ja. Nee, da hinten. Okay, dann sind wir hier falsch. Kommen wir hier irgendwie? Schloss knacken möchte ich nicht. Hier sind wir aber auch nicht. Nee, das ist falsch. Dann hier. Sehr schwer. Komme ich hier irgendwie legal rein? Ach so. Wusste ich. Hä? Nee. Hä? Ich habe hier kein Zeichen, ob er mich sieht, oder? Wir versuchen es mal. Hier juckt ihn zum Glück nicht. Hier auch knacken. Hä, wo ist denn dieser komische? Ich bin... Oder ist der? Nee, warte. Wir schauen nochmal hier rum. Vielleicht hier drin. Hallo? Schloss knacken schwer. Nee, der muss hier. Ah, guck mal hier vielleicht. Öffnen. Schon mal ohne einzubrechen. Ah, hier. Okay. Dann können wir diesen Nachtfalkentrank überhaupt selber herstellen? Okay, wir können es nicht. Da hat sich ja der ganze Ausflug nicht gelohnt. So, dann kaufen wir halt die Tränke. Das wird teuer. Hallo. Läuft's. Ja, okay. Nachtfalken. Hier hätten wir, warte mal. Rezept für. Haben wir hier den Trank? Trank des Nachtfalken. 800. Sehe ich schon, was das benötigt? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber einer kostet 72. Möchtest du mal rausgehen, dann könnte ich den beklauen. Du hast hier nichts. Ja.
Tschüss. Hallo? Der hat das dabei, gell? Wie könnte ich den am blödsten beklauen? Ich könnte einbrechen in der Nacht. Weil 800 ist mir ein bisschen... Ist ein bisschen sehr viel, gell? Jetzt ist die Frage, haut die Wache auch ab? Pass auf, wir machen es mal so. Wir gehen jetzt in den Modus. Wir dürfen hier offiziell noch drin sein. Was macht er, wenn wir... Später am Abend haben. Oh, wir müssen auch was essen. Da muss man auch dran denken. So, eine Stunde noch. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Laden jetzt sogar noch offen hat. Oder wann mussten wir im Kloster immer? Ich weiß gar nicht mal, wie es im Kloster war. Nun gut, mal gucken. Wir wurden noch nicht rausgeschmissen. Was in Gottes Namen hat er vor? Hallo. Ich komme hier nicht vorbei. Hast Bauchweh, was? Ah, das ist übel. Dreh dich doch nicht um. Hat er hier Tränke? Gegenmittel, Hanebüchentrank. Er hat hier ganz viele Tränke auf jeden Fall. Schlaftrunk. Wermut, Tollküche, das sind die ganzen Handelsrezepte. Warte mal, wir gehen mal auf 24 Uhr. Vielleicht liegt er ja dann. Im Bett. Und... Na komm. So, wir schauen mal. Weil 800, wie gesagt, wir kämen mit Handeln vielleicht auf 600. Ja, 600 klingt realistisch. Aber 600 ist halt extrem viel trotzdem. Ich weiß halt auch nicht, wie man am besten in dem Spiel Geld macht. Der Typ hat nichts zu tun, kann das sein? Was zum? Was soll das werden? Nix. Wir können ja mal kurz unsere Rüstung abnehmen, dann sind wir deutlich leichter. Und geräuschunauffälliger. So, so. Wie ist das? Ach, die Ladenwache. Hallo. Hörst du mich? Ja. Kommt der noch? Ist hier offen? Nö. Jetzt pennt er. Jetzt nimmer. Oh. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ja, ich geh schon. Hey. Na? Hilfe? Wachen, Hilfe! Na, zumindest hier hinten. Na komm. Warum greifen die mich an? Ich habe noch nichts gemacht. Hörst du nicht drauf? Hallo, Hilfe. Ich werde dich. Hilfe. Das hat ja jetzt nur so semi-gut funktioniert.
Wir bleiben hier. Wenn ja, sollten wir unsere Sachen jetzt mal anziehen. So. Dann können die mich doch schon eigentlich gar nicht mehr erkennen. So. Gut. Hilfe, ich hänge am Kreuz. Und das ist nicht metaphorisch. Meint, sagt man das, wenn man... Ne, ach, egal. So. Hallo, Herr Wache. Stehlen könnten wir. Warte mal, aber... Das führt doch jetzt in den Laden, gell? Niemand? Ach, das ist die Ladenwache. Wir könnten die auch versuchen umzuhauen, aber ich glaube, das ist nicht so clever. Na, hier dürfen wir ja sein. Und vorne kommen wir da rein. Ich gebe noch nicht auf. Im letzten Part haben wir es schon nicht geschafft, heimlich unterwegs zu sein. Oh, das ist sehr schwer. Wir könnten auch versuchen, den Trank zu klauen, aber... Das funktioniert nur so semi-gut, glaube ich. Wir machen nochmal die ganzen Sachen ab. Runde 2. Wo ist der? Hier ist der. Ich sehe gar nichts. Du da! Was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Wo kommt der denn her? Suchst du jemanden? Heilige Maria! Ich glaube, wir müssen das Rezept kaufen. Wir könnten maximal jetzt noch zum Morgen vorspulen. Hoffen, der Kassierer ist alleine dort und bemerkt mich nicht von hinten. Wäre ein Versuch wert. Aber ansonsten in der Nacht klauen, glaube ich, funktioniert nur so semi-gut, wenn der so teure Sachen dabei hat. Wenn der zumindest halt auch ein Bücherregal oder irgendwas hätte. Dann könnte man sagen, ja, macht man so. Aber... Auch witzig, der Apotheker, der eigentlich Leuten helfen möchte, den beklauen wir. Das ist so echt böse. So, passt auf. Ja, hier sind wir immer noch unerlaubt. Ändert sich das oder bleibt das? Ich glaube ja, das könnte bleiben. Wir schauen. Mal gucken, wenn das Spiel speichert. Oder lädt. Die Ladenwache fehlt. Mal gucken. Na komm. Damit. Okay, wir haben schon mal ein bisschen was geklaut. Wir gucken mal.
Aber die Bücher können wir jetzt nicht klauen, oder wie? Nö, anscheinend nicht. Schade. So, Taschendiebstahl. Neue Spezialisierung. Mal gucken. Hat er hier noch Sachen drin? Das können wir nicht knacken. Das ist leer. Na gut, ein bisschen was. Sehr schwer, sehr schwer. Der hat die Sachen auf jeden Fall gut verschlossen. So, was haben wir denn jetzt eigentlich erbeutet? Dietriche, wow. Verbände. In die Satteltasche. Genauso wie die Dietriche einfach. Ja, bei Nahrung glaube ich. Nee. Doch, Nahrung. Ja. Salami. Aber so wirklich was Nützliches? Nicht. Okay, dann. Huch. Erstmal pfeifen. Dann. Spulen wir nochmal ein bisschen vor und kaufen uns das Buch, wenn wir keine andere Wahl haben, als da gerade ranzukommen. Wobei, nee, warte, ab wann konnten wir Schloss? Wir müssten mehr knacken generell. Gibt es so einen Trainingsplatz noch? Können wir noch bei Müller unten trainieren? Wie am Anfang? Das würde vielleicht Sinn machen. Also passiv ein bisschen dort einfach Sachen hochzuleveln. Dann könnten wir auch erstmal schauen, was wir da machen. Haben wir einen Punkt freigeschalten? Ja. Ach nee, Heimlichkeit war das. Im Ding aber nicht, gell? Schloss knacken. Boah, das sind wir erst 4. Aber bald 5. Nun gut, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.